Hallo und willkommen zurück auf der Map Battle Axe. Deutschland gegen Britannien. Wer wird das große Rennen machen? Die Streitkräfte sind bereits im Feld und kämpfen gegeneinander. Wir werden auf deutscher Seite mitkämpfen und es wird ein großartiges Spiel hier in diesem Stadion. Alles schön überfüllt. Es gibt gute Fans und schlechte Fans und rechte Fans und linke Fans. Und allgemein sind auf der deutschen Seite rechte Fans sehr gut im Kommen. Aber egal, wir greifen an. Ja, Battle Axe ist ja so, keine Ahnung, so ein kleiner Ableger. Ich weiß ja nicht, ob die überhaupt wirklich gab, die Schlacht. In meinem historischen Gedächtnis finde ich zumindest nichts Greifbares. Allerdings gibt es hier auch so ziemlich eigentlich alles. Infanteriekampf ist hier natürlich cool. Uns wird schon einiges weggenommen. Infanteriekampf ist hier natürlich etwas größer geschrieben. Es gibt allerdings auch genug Panzer und Briten, die man töten kann, wenn man den trifft. Und natürlich auch die entsprechenden... Der war gut. Werd getroffen und erstmal... Und wieder. Yeah, nochmal! Ich will nochmal fliegen! Was ist hier los? Auf jeden Fall wird hier ganz schön... Ach, ein Panzer, okay. Wird hier ganz schön auf dem Punkt behakelt und schon... Oh. Jetzt gehe ich aber mal kurz in die Deckung hier. Auf jeden Fall gibt es auch Flugzeuge, habe ich das gerade gesagt. Oh, oh, oh. Ist das einer von mir? Ja. Kommt manchmal mit dem Farben nicht klar. Wenn ich den blau gespielt habe oder so, dann muss ich erstmal wieder klarkommen, dass rot meine Farbe ist zum Beispiel. Was ist denn hier überhaupt los? Wir müssen angreifen! Angreifen müssen wir! Bitte? Alter. Cool. Wo ist der Medip? Ich habe genau noch 0% Leben gehabt, so ungefähr. Oh cool, die, wo sind die? Da. Ja, das ist ja wunderbar. Auf was für einer Seite bin ich denn hier gelandet? Ist innerhalb von 30 Sekunden alles verloren hier. Die sind auch geil. Der ist down. Also eigentlich sollte das Ziel sein, unsere Linie zumindest zu halten. Das funktioniert momentan gar nicht. Und natürlich die andere Linie dann kaputt zu hauen. Shit. Spawnen wir mal direkt da unten. Mann, hier nicht mal Geschütze, Mann? Alter Schwede, wir kriegen hier gerade voll auf den Sack. Yeah, und wieder rausgeflogen. Ah, da unten lag einer. Ich hab's genau gesehen. Die Schlampe hat da bestimmt Granaten die ganze Zeit reingeworfen. Achtung, seid vorsichtig! Alter Schwede, ist hier gerade Stress pur. Ist ja schlimmer als bei Battlefield 3. Wir haben hier natürlich einen nicht einnehmbaren Punkt, allerdings hält das die Feinde nicht ab, uns denn hier in die Basis zu drängen und natürlich auch hier anzugreifen. Was natürlich völlig legitim ist. Fuck you. Okay, das mit dem, ich glaube, ich nehme mal gleich Medic mit beim nächsten Mal. Da seht ihr nämlich, was ich meine. Der ist allerdings tot, umgekippt. Okay, mobile Artillerie steht. Jetzt bräuchten sie natürlich jemanden, der da Ziele markiert für die. Weiß ich gar nicht, haben wir Scharfschützen? Wien. Und kein Medic? Ach nee, das waren... 8 haben wir. Verkehrt geguckt. Oh, Schlampe. Panzer ist down.
Der ist weg. Der Panzer gehört uns nicht. Oh, der war ja ein Traumtreffer. Hat das gesehen? Cool, trifft ihn nicht. Doch, der Letzte hat getroffen. Jetzt aber schnell weg hier. Ach so, ich hab meinen Schraubenschlüssel nicht dabei, sonst hätte ich den da jetzt repariert. Verdammt, wo war hier die Erste-Hilfe-Schrank, da? Also wir werden hier gut zusammengerieben gerade. Nicht gut. Gar nicht gut. Allerdings hier ist wirklich, wenn du versuchst alleine durchzubrechen, funktioniert das nur in den seltensten Fällen. Da müssen wirklich alle mitziehen. Mal kurz den Bunker ein bisschen. Der trifft. Kacke. Boah. Ach ja, ich wollte ja Medik, wa? Gleich. Shit. Medik. What the fuck? Granate, Alter. Die Luftunterstützung macht auch nicht so viel, leider. Außer ab und zu mal ein Panzertreffer. Was natürlich auch nicht verkehrt ist. Okay, wieder zurück. Und erstmal heilen. %, den heilen wir mal. Hier noch irgendjemand? Na gut, dann greifen wir mal wieder an. Oh Gott, schnell wieder weg hier. Panzer, Alter. Gesichtet, Panzer. Oh, jetzt aber weg, die greifen gerade rechts an, da kann ich natürlich nicht viel machen. So eine Schlampe. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch verteidigen, viel können wir hier wirklich nicht mehr machen. Sind hier gerade voll auf dem Angriff. Da war noch gerade einer, oder? Ja, was? Von hinten? Scheiße. Werfen Granaten hoch. Einfach erstmal rausfeuern, die Granaten. Holen kann man sich immer noch welche. Oh, links greift ein Panzer an. Und Infanterie. Ganz viel Infanterie. Die damit mischt. Oh Gott! Shit! Jetzt aber schnell aus dem Radius raus.
kommt man da auf ein Dach? Wahrscheinlich nur mit dem Flugzeug, oder? Schlampe. Oh, Panzer, cool. Was? Gibt's ja gar nicht. Feindlichen Panzer gesichtet. Da ist die Sau. Mit einem verkackten Sniper, Alter. Wo war dieser? Alter, er muss doch mal drauf gehen. Einer von uns. Alle schießen rauf. Feindlichen Panzer gesichert! Luftunterstützung! Immer das gleiche. Die schlotzen ihre bekackten Feinde mit um die Ecke, ey. Erstmal hier kurz heilen. Ah, shit. Eigentlich müsste man einfach nur gut angreifen. Ach du Scheiße. Shit. Hat zu lange gebraucht. Uiuiui. Ah, shit, Sherman. Ach du Scheiße! Ich hab doch da weiß ich wie viele Granaten reingefeuert, sag mal. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Alter, die gehen da mit allem rein, was sie irgendwie haben. Unglaublich. So. Granate und erstmal reinfeuern. Das scheint jetzt an zu sein. Was? Scheiß Sherman. Die bekackten Panzer, mach die doch mal jemand platt. So. Das ist aber schon witzig zu sehen, dass du hier drei Granaten hast. Drei. Und in Battlefield 3 zum Beispiel hast du nur eine oder allgemein. Hast du normalerweise nur noch eine. Position gesichert. Cool. Wie ich Sniper einfach hasse. Wie ich die bekackten Sniper hasche. Ich hasche sie.
Hascha, hascha. Alter. Krieg ich gerade die Krise. Bekackter Sniper. Du kommst hier als Deutscher nicht mehr raus. Ganz fiese Stelle. Er dreht hier seine Kreise, hat schon aufgegeben. Das sind die Leute, die dann irgendwo in der Ecke rumheulen und oh Gott, Panzer. Oh Gott, noch ein Panzer. Oh Gott, ein Panzer und noch ein Panzer und oh Gott, oh Gott. Jetzt wäre ein Spawn-System geil. Also das Squad-Spawn-System. Dann verlagern wir doch einfach die Linie. Das war eine gute Sache. Hatte da einer die gleiche Idee wie ich? Das hat gleich gewirkt. Oh! Lass mal heilen. Ja, die Tooltips brauchen wir nicht. Danke sehr. Und gleich weiter mit dem Fern. Oder auch nicht. Aber wir müssten sie jetzt ein bisschen abgelenkt haben. Nicht jeder von dem Gegnerteam sollte das mitbekommen haben, dass da jetzt hinten zwei Fallen gerade fehlen. Aber die wenigen, die wir abziehen konnten, das müssten die stärksten denn normalerweise auch sein, weil die achten darauf. Also Leute wie ich, die achten darauf zum Beispiel, oh, da ist eine Fahne weg, da gehen wir jetzt mal hin. Das heißt automatisch, derjenige, der auch darauf achtet, dass da Fahnen gerade weggehen, das sind normalerweise auch die Leute, die dann stärker sind, also. Die dann auch mehr für Team machen und so. Da war eine Granate. Dass wir unsere Linie dann wiederherstellen können da hinten. Sieht aber zumindest erstmal ganz gut aus. Ja, und da ist er weg. Die sind einfach zu gut, der Gegner ist zu gut. Vielleicht liegt es an den 5 Granaten mehr, vielleicht sind die wirklich einfach nur gut, vielleicht haben die auch nur Glück, wer weiß das schon. Nächstes Mal. Wir haben Männer verloren. Da ist bestimmt eine Granate reingefeuert worden, oder? Ne. Ja gut, das Ding kriegen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Das hat sich erledigt. Aber man kann es zumindest versuchen. Und die Linie hier haben wir anscheinend wieder. Das sieht ja ganz gut aus.
Operation Battle Axe. Ja, doch, irgendwie war da mal was, glaube ich. Einfach mal mit dem Medipack umhergerannt und da versucht, alles wiederzubeleben, was möglich ist. Wir haben Männer verloren. Solange hier natürlich Gegner rumflitzen, werden wir diesen Punkt natürlich auch nicht einnehmen. Oh, da kommt eine Granate geflogen. Hey. Unser Panzer, das ist schon mal gut. Ist der jetzt unser? Ja, wir haben unsere Linie wieder. Oh Gott. Allerdings greifen die da in der Mitte schon wieder an. Die Waffe ist natürlich eher auf den Nahkampf ausgelegt, ganz klare Sache. Aber man kann ihn ja zumindest ein bisschen behaken, damit die eigene Mannschaft später nicht mehr so schwer hat. Wenn man gerade nichts zu tun hat. Cool, da hinten fährt gerade ein Jeep vorbei. What the fuck, Alter. So, jetzt müssen wir deren Linie irgendwann mal einrennen, weil sonst wird das hier wirklich nicht mehr. Ach, scheiße. Was? Granat. Natürlich. 98, das Ding ist wieder mal verloren. Hab heute aber auch kein Glück mit den Spielen. Verdammt. Aber immerhin haben wir versucht, die Linie wieder zu bekommen. Hat ja auch ganz gut geklappt für eine Minute. Dann, naja. Diese Panzer hatten wir noch gar nicht. Jetzt zeige ich mal, wie ich hier einen Panzer verliere. Mal gerade gucken. Hier können einem die Granaten noch gut schaden, wie man gerade sieht. Was so natürlich ein bisschen unlogisch eigentlich ist, aber für das Spiel... Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, geh drauf! Ach, da war noch einer hinter uns. Ich habe da nur eine Hose gesehen, die irgendwie nicht zu den Deutschen gepasst hat.
Alter Schwede. 29 Tickets liegt da oben noch. 27? Ah, ich komme hier nicht weg. Ja, heil mich mal. Verdammt. Wiederbeleben gibt's hier natürlich auch nicht, ne? Wer tot ist, ist tot. Was, also, manche Mechaniken, die sind schade, dass sie nicht drin sind. Ja? Aber, manche Mechaniken, da sag ich mir ja, manchmal ist halt ein ernsteres Spiel doch besser. Naja. Wir haben wieder mal verloren. Yes! Ich weiß gar nicht, was für eine Mappe jetzt kommt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns gleich auf der nächsten Map und bis dahin viel Spaß beim selber spielen.